Und jetzt für euch an diesem Mikrofon einen Riesenapplaus für Tobias! Ja, schönen guten Abend. Ich habe einen kleinen Text mitgebracht. In meinen 26 Lebensjahren habe ich schon so einiges miterlebt. Aber mein härtester Verlust, über den habe ich einen Text geschrieben, und der heißt einfach nur ganz generisch: Du fällst. Muss ich kurz sammeln. Du fällst. Fällst langsam fast in Zeitlupe vor meinem geistigen Auge. Eine Sekunde ist wie eine Minute in meinem Kopf. Ich sehe dich fallen. Schöne Momente, das ganze Leben zwischen uns springt mir durch den Kopf. Das Kennenlernen, die Höhen und Tiefen, die Liebe, das Leben, die gemeinsame Zeit, der Hass. Und nun, du fällst. Du allein. Ich kann dich nicht halten. Ich versuche dich zu retten, doch ich bin nicht schnell genug. Du fällst. Vor dir der kalte Asphalt und ich sehe den Aufschlag, ich spüre den Aufschlag, ich leide mit dir. Deine Fladenbrothülle stößt mit dem Bordstein zusammen, Tomaten, Gurken und Zwiebeln werden hinausgeschleudert und du liegst dort. Noch einmal wird dein brotiger Körper rum und fällt auf die andere Seite. Ich stürze zu dir hinab, ich bin da, ich halte dich. Meine Hände umfassen deinen trockenen Fladenmantel. Du bist noch warm, doch wir wissen beide, wie es weitergehen muss. Mein Döner, wieso musstest du herunterfallen? Hastig, verzweifelt greife ich alles auf, was ich finden kann. Stopfe Salat und Tomaten in die Dönertasche, presse es zusammen, versuche zu retten, was zu retten ist, und will nicht verstehen, dass es nichts zu retten gibt. Dann halte ich inne, als ich es spüre. Es, was man niemals außerhalb spüren sollte. Es, was dich und mich am Leben hält. Schreckhaft ziehe ich meine Hand zurück. Ist das etwa Tzatziki? So sah meine Hand. Entsetzt betrachte ich den Lebenssaft, der durch dein Brötchen rinnt und nach außen dringt. Tzatziki, überall Tzatziki. Nein. Das darf nicht sein. Es gehört ins Brötchen, nicht nach draußen. Und während ich versuche, die Blutung zu stillen, rinnt die Soße den Asphalt entlang und mischt sich mit der harten Realität des kalten Bodens. Hilfe, warum hilft uns denn keiner? Bitte Hilfe, sie stirbt. Sehen Sie das Tzatziki an meiner Hand? Sie stirbt, bitte. Ich habe 3 Euro dafür bezahlt. Du scheidest dahin, doch ich will es nicht wahren. Ich werde dich retten, dir neues Leben einhauchen, das Unmögliche wagen und dich zurückholen. Du kannst mich jetzt nicht allein lassen. Nicht jetzt, nicht heute. Ich hab doch Hunger. Du warst meine Rettung in der Imbissbudenzeit, mein Ruhepunkt in meinem Fastfood-Leid. Ja, das reimt sich. Nur für dich reime ich. So wichtig bist du mir. Du darfst nicht gehen, mich allein lassen, mich hier zurücklassen mit leerem Magen. Wir wollten doch Paris sehen und den Eiffelturm anschauen und reisen, alles hinter uns lassen und die Welt erkunden. Ich fasse einen Schluss. Heute stirbst du nicht. Nicht heute. Ich stopfe den Salat zurück in den Dönerbrötchen, versiegle die Tzatziki-Blutung so gut es geht und hebe dich auf. Ich wickle dich in meine Jacke ein, erhebe mich und laufe los. Schritt für Schritt. Erst langsam, dann schneller. Ich renne, ich stoße Leute vor mir weg. Ich renne aus dem Weg, brülle ich sie an. Sie verstehen es nicht. Sie haben keinen Döner so gelebt, wie so wie ich sie... Es tut mir leid. Sie haben keinen Döner so geliebt, wie ich dich liebe. Ich renne, halte durch. Wir erreichen das Krankenhaus. Ich stürme in die Notaufnahme, ich lege die Gewande trage. Ich brülle die Ärzte an, sie sollen dir gefälligst helfen. Ich zerre die Schwester zu dir, sie soll dir den Tropf an das Dönerbrötchen stecken. Doch sie sehen mich nur kopfschüttelnd an. Ich flehe sie an, sie sollen dich und dich doch retten. Eine Schwester hat Mitleid und schiebt dich in den OP. Ich sehe dir nach. Sehe dich dort liegen, wie die Tomaten langsam aus dir herausfallen und das Tzatziki wieder läuft und dein Dönerbrötchen schlaff wird. Doch ich gebe nicht auf, ich gebe nicht auf, ich gebe auf. Ich lasse mich auf eine Bank fallen und warte, dass etwas passiert, doch es passiert nichts. Du bist fort, ich stammle vor mir hin. 3 Euro, ganze 3 Euro habe ich bezahlt. Ich sehe es nicht, doch ich weiß es. Nur ein leichter Zwiebelgeruch weht als ein Lebwohlwink aus dem OP. Allein, hungrig. Minuten vergehen, da taucht die Schwester wieder auf und teilt mir die Botschaft mit, die ich nie hören wollte, doch wusste, dass sie nun folgt. Sie klopft mir auf die Schulter, beruhigt mich und sagt, dass zumindest dein Gyrosfleisch als Organspende genutzt werden konnte. Wir schweigen uns an, dann greift sie in ihre Tasche und legt mir einen 5-Euro-Schein in die Hand. Wir sehen uns an und ich weiß, was es zu bedeuten hat. Bei Mannys Dönerbrot um die Ecke gibt es 2 Döner zum Preis von 5 Euro. Ein Wunder. Halleluja. Danke.